Angefangen habe zu skaten, hatte ich einen natürlichen Vision Hipback, einen natürlichen Vision Barrett, das hatten nur ganz wenige, auch Neon Shorts und da war ich auch noch voll drin. Das war auch damals für mich Hammer. Chucks hatte ich und das war genau der Style, den ein Skater hatte. Und dann, aber das ging irgendwie irgendwann so schnell und da hat man auch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Da hast du dann halt einfach mal irgendwie eine andere Hose gehabt. Und das, damals hat sie ja auch nicht, also nicht jetzt so DDR-Style, also wir hatten ja nichts damals, aber it's true. Ich meine, was hatte ich damals? Zwei Shorts oder so, weißt du? Und die eine war halt so ein Style und die andere war halt so ein Style. Und mal hast du halt den gehabt und mal den. Da hat sich aber keiner drum gekümmert. Es gab eher so die halt die Accessoires. Wie gesagt, so ein Hipbag und ein Barett oder irgendwas. Eine Cappy oder so. Das war dann schon eigentlich alles. Und dann irgendwann kamen halt die Airwalks, dass man halt die Airwalk weg hat, weißt du, das sind dann meine Airwalks. Da hat auch keiner mehr, weiß ich noch, da hat keiner gesagt, gib mir mal meine Schuhe bitte. Dann kannst du mir mal meine Airwalks drüber geben. Das war so Standard.